liebe Freunde, hier sind wir mit unseren gefangenen Feinden zusammen. Ja, ich würde sagen, Grüße geht, denn mit den Spaniern verbindet uns ja keine wirkliche Vendetta oder irgendwie sowas. Ah, jetzt kriegen sie es langsam mit der Angst zu tun, das sieht man schon, die fangen hier an, dick aufzurüsten. Was hier die Verteidigungsmöglichkeiten angeht. Oh Mann, wäre mir richtig unangenehm anstelle der Russen da mit den ganzen dänischen Schiffen direkt vor der Haustür. Frag mich überhaupt, was die Dänen mit Helsinki wollen. Helsinki ist die blödste Stadt eigentlich, die die Russen am Anfang haben. Ich habe auch mal eine Kampagne mit den Russen gespielt. Ich hoffe, der Attentäter hatte da gerade nichts Böses vor. Wenn ja, wäre das ja ein ungutes Vorzeichen, dass sie Richtung Krieg gehen wollen. Genauso wie diese Truppen da, aber die haben ja erstmal genug zu tun. Schaffen es nicht mal richtig, die Russen zu besiegen. Und wollen sich dann mit uns anlegen, das wäre ja ein bisschen unlogisch. Die Dänen bitten hier wahrscheinlich die ganze Zeit um Vergebung beim Papst, wenn sie da in Florenz sind. Können sie aber, glaube ich, vergessen. Ich glaube, da ist der Papst nicht so mega scharf drauf. Papst starten. Mongolen, Rebellen. Hauen sie alle ab. Gibt da unten wahrscheinlich irgendwas umsonst, irgendwie Penny-Sonderverkauf. Ach ja, der Kerl aus Saragossa, den habe ich ja ganz vergessen. Ja, das ist ja ein spanisches Gebiet. Fußball! Der Oberbürgermeister von London ließ verkünden, dass gewaltige Mobgebaren, das die Bürger in ihren Bann zu ziehen scheint, sei ab sofort verboten. Und während es in der Stadt zu großen Tumulten kommt, die aus dem Spiel mit großen Fußbällen auf öffentlichen Plätzen herrühren, was unter Umständen zahlreiche Übel mit sich bringen kann, die Gott möglicherweise untersagen würde, befehligen und verbieten wir ausdrücklich im Namen des Königs unter Androhung von Gefängnisstrafen, dass solche Spiele ab sofort nicht mehr in der Stadt ausgetragen werden dürfen. Nun, da dieses Gesetz verabschiedet wurde, ist die etablierte Gesellschaft überzeugt, dass diese Fußballereignisse keine Chance haben, zu einer Manie religiösen Ausmaßes zu werden. Ja, wir wissen ja, wie das heute aussieht. Wahrscheinlich haben sie es deshalb auch mit reingenommen. Ist ja so ganz lustig, dass sich das eben doch zu so einer Manie entwickelt hat. So, in Bologna kam es immer noch nicht zu einem Aufstand. So, die müssen nächste Runde kapitulieren. Oh, na gut. Die schocken mich jetzt auch eher wenig. Oh, Annabella Parsones. Parsones oder sowas. Was ist denn das für eine Familie? Die kenne ich ja gar nicht. Ich muss mir gerade mal wieder den Stammbaum angucken, liebe Freunde. Habe ja gerade überhaupt gar keinen Überblick. Morka der Ehrliche, Sibel die Hochnäsige, die kennen wir ja. Majori die Hochnäsige, Beatrice die Hochnäsige, die kenne ich ja gar nicht. Wo ist denn die? Ach, in Pamplona chillt die. Die ist aber ziemlich ungünstig, ziemlich doof. Braucht man ja nicht so als Prinzessin. Langlivia, ach, die ist verheiratet mit Prinz Gottfried. Aus Dänemark, stimmt ja. Stimmt ja, die wurde ja mit dem dänischen Erben verheiratet. Ach genau, Aston Sandy, Anselm Sandy. Ja, 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 ich erinnere mich. Johanna Parsones, Nigel Parsones. Aha, noch von König Robert dem Gnadenlosen. Ehemals General Robert. Ist ja interessant. Mensch, Henry der Kreuzfahrer, eine Töchter, der hatte bestimmt ein schönes Leben. Mensch, naja. Mal gucken, was haben wir hier. Also insgesamt läuft es ja nicht so gut gerade finanziell für uns.
So, hier Philipp wieder zurück. Können sich hier alle eine schöne Fortbildung gönnen. Wie Lehrer. Ist euch mal aufgefallen, dass die ständig auf Fortbildungen sind? Beziehungsweise das behaupten. Ich vermute, die machen einfach dick einen drauf. So, hier sparen wir jetzt einfach mal ein bisschen ein. Huch. Huch. Wie hoch denn die Zufriedenheit plötzlich ist. Chip. 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 Nice. Okay, dann können wir hier ja sogar was Finanzielles bauen. Mensch, verstehe ich ja jetzt nicht so richtig, warum hier plötzlich die Stimmung so gut ist. So, erstmal den Baubericht abchecken. In Brügge ist das Lagerhaus fertig. Wunderbar. Wird da ein großer Markt gebaut. In Dublin ist die Taverne fertig. Machen wir mal Bewässerung. Caernarfon ist die große Steinmauer fertig. Wunderbar. Da bauen wir auch als erstes mal das Lagerhaus. In Genua ist der Minenverbund fertig. Der wird dann auch in Zukunft hoffentlich viel Geld in die Kassen spülen. Den da schmeißen wir mal raus, der bringt ja nicht so viel, der nervt nur. Bauen wir hier auch mal ein Lagerhaus in Genua. Und in Leon ist der Minenverbund auch fertig, aber da bauen wir ja schon was Neues. So, dann müssten wir in Zukunft eigentlich wieder ein bisschen mehr Geld machen können. Ja! Zumal wir ja auch hoffen, möglichst bald wie ihr wünscht, Kapitän, die Westfront hier geschlossen zu haben. Kapitän. Es ist mir eine Ehre, euch zu dienen, Herr. Ja, muss ich zurückziehen. Entgegen, mein Herr. Gott hat ja, uns da ist er Ziel doch wieder. Gott ist mit uns, Männer. Auf in die Ah, Schlacht. Wisst ihr was, sowas kann man... Ah, genau. Ja, komm, freilassen. Was soll denn das? Sind hier schon kurz vorm Abnippeln, da kann man es auch mal freilassen. So, Toledo, die spanische Hauptstadt. Wir werden bei dieser Belagerung standhaft sein. Anselm Sandy fühlt sich wieder ein bisschen geschätzter. Wir wünschen euch den Tod, Heide. So, und dann können wir hier, glaube ich, auch zum Beispiel hier diese Armee, ne? Die bräuchten wir dann ja auch nicht mehr. Ich lasse in Leon mal einen Diplomaten. Ah, ne. Ich lasse den hier einfach mal rübergehen zu den Mauren. Ja, mein König. Den kann ich dann schon mal ausklüngeln, dass wir irgendwie ein Bündnis oder so machen. Morgen geht die Reise. Eurer Befehle? Dann läuft das. Okay, wie gesagt, vor dem hier zitter ich nicht so richtig. Kämpfen ist Gold. Mein König! Abrücken! Hier probieren wir natürlich so gut wie möglich die Grenze weiter zu sichern. Ah, weiter. Ja, was man davor hat, der kann es vergessen. Oh, da legen sie sich jetzt mit diesem Rebell an. Ah, das wird allerdings auch dieser venezianischen Armee da den ein oder anderen Kerl gekostet haben. Denn das war keine schwache Armee. Marschiert der Diplomat in der Gegend herum. Die Mauren am Zug, mit dem haben wir ja vor, wie ich gerade eben erzählt habe, uns zu verbünden. Da bitten, glaube ich, die Dänen weiterhin um Vergebung. Das wird uns der Papst nicht kriegen können. Attentäter, die da Unwesen treiben. Die Dänen sind da immer noch am Rumblödeln bei den Russen. Die scheinen sich ja auch nicht wirklich entscheiden zu können, ob sie jetzt Krieg wollen, ob nicht.
Was hat er da vor an Brügge? Ich hoffe mal ganz, ganz stark, dass er sich mit uns nicht anlegen will. Wäre an sich ein höchst unlogisches Unterfangen, wenn man bedenkt, dass wir beide exkommuniziert sind und die sowieso schon ziemlich viel Stress mit anderen Staaten haben. Hauptmann Vivianus und Hauptmann Philippus. Dürfte eine relativ entspannte Sache werden. Wir werden unsere Einheiten relativ weit nach hinten aufstellen. Bogenschützen schießen lassen. Nö, so das Übliche. Also wenn man Bogenschützen nicht mag und man zockt mit den Engländern, dann ist man echt irgendwie doof. So, hier stellen wir uns hin. Ja, wie wir alle wissen, wird die feindliche Armee wirklich sehr, sehr klein nur sein. Deshalb kann man hier, glaube ich, durchaus schon mal die Trichterform andeuten. Ich erwarte hier wirklich eine relativ winzige Armee. Habt ihr ja auch schon gesehen, die besteht ja irgendwie nur aus ein paar Trüppchen. Euch stellen wir hier hin. Plänkelmodus natürlich an und die Schlacht starten. Ah, der Feind bringt Verstärkung, schon klar. Rückt allerdings, glaube ich, schon ohne die Verstärkung vor. Ja, bewegt sich hier jetzt auf dieser Straße, an dieser schönen T-Kreuzung, an der diese Schlacht hier stattfindet. Ich bin ja immer noch in dieser 50. Folgeaufnahme. Und seitdem hat sich doch unsere Situation wieder um einiges gebessert. Da ist die päpstliche Garde. Ich habe da ganz bewusst auf Feuerpfeile eingestellt, weil normale Pfeile kann die päpstliche Garde, glaube ich, nur recht wenig schocken. Mal hoffen, dass sie jetzt gleich wieder loslegen. Da, zack, 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 zack. Ah, da hat sie wieder einige erwischt. Wieder 10 Stück circa. So, das war jetzt, glaube ich, die letzte Salve. Jetzt wird sich zurückgezogen. Beim Plänkelmodus eigentlich ausstellen. Bitte auch rennen. Genau wie das gerade die päpstliche Garde macht. Die rennt und zwar tatsächlich direkt in unseren Trichter. Unsere Männer gewinnen die Schlacht. So. Wenn wir so weitermachen, zerschmettern wir den Feind. Seht! Wie feige der Feind davon rennt. Zeit, den Angriff anzutreiben. Erste Angriffswelle. Auch auf jeden Fall Geschichte. Oh, müssen uns ein bisschen mehr seitlich positionieren. Kommen nicht so frontal. So. 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 Sag ich erstmal. Die hier kommt nach da und dann gleich mal gucken, wie das Ganze aussieht. Ein bisschen arg steil. So, ach, da sind sie ja. Die päpstlichen Truppen, die hier probieren, Neapel zu verteidigen. Allerdings scheint der Papst wirklich andere Qualifikationen als seine Truppen zu haben, denn
Ich habe nicht das Gefühl, dass sich das hier besonders gut für ihn entwickelt. So, Söldner-Armbrustschützen, beziehungsweise das, was von ihnen übrig ist. Und päpstliche Truppen, beziehungsweise das, was von ihnen übrig ist. Müssen wir stark einstecken. Und die erste päpstliche Garde fliegt bereits. Unsere Männer werden angegriffen. Wir müssen sofort handeln. Der feindliche General, dieser Feigling, flieht! Auch die Söldner-Armbrustschützen kriegen jetzt ihr Fett weg. Und damit. So, jetzt sind sie auch außer Schussreichweite. Ist denn die Schlacht hier auch gewonnen? Klarer Sieg, nur 48 Männer verloren, über das Dreifache umgenockt. Das ist doch sehr, sehr entspannt gelaufen. So. Ja, geht denn? Ja, Herr, denkt an das Geld, das ihr verdienen könnt. Sind ja gnadenlos. So wenig Lösegeld und das wollte nicht mal zahlen. Der Feind liegt besiegt. So, liebe Freunde, und diese Siedlung hier wird bevölkerungstechnisch ausradiert, denn es sind alles papsttreue Idioten. Und das ist natürlich gar nichts, was uns erfreut. In Florenz wird uns eine Entdeckergilde angeboten, das ist absolut okay. Wir wünschen euch den Tod, Heide. Und hier raucht zwar noch der Colt, aber letztendlich werden wir hier die Lage, glaube ich, ganz gut unter Kontrolle kriegen. So, man sieht hier ja auch, der Papst hat diese Großstadt eigentlich überhaupt gar nicht gepflegt. Und Robert Griffin wurde jetzt auch befördert. Vielleicht um uns zu besänftigen, ich weiß es nicht. Aber wenn sie uns besänftigen wollen, dann sollten sie uns vielleicht einfach wieder aufnehmen in ihren kirchlichen Heiligen, was auch, was weiß ich. Denn so wie die sich uns gegenüber verhalten, werden wir bestimmt nicht damit aufhören, sie anzugreifen. So, hier wird ein bisschen gebärfähiges Alter überschritten. In Edinburgh ist ein Lagerhaus fertig. Mensch, das freut doch. Da ist jetzt die Stimmung allerdings auch wieder ein bisschen schlecht. Ah, ein bisschen Aufruhr, vor allem Exkommunikation. Die Steuern machen so unglücklich. Aber weil man einen Milizexerzierplatz. In Paris ist das Händlerviertel fertig, das ist doch traumhaft. Was bringt denn noch Geld? Bewässerung bringt Geld. So. In Mailand ist mittlerweile wieder eine Zufriedenheit von 85% eingekehrt. Das heißt, man könnte auch hier vielleicht das Händlerviertel bauen. In Bologna ist die Abtei fertig und die Zufriedenheit ist auch wieder ganz stark am Steigen, weil eben diese religiöse Unruhe durch den sympathischen, ihr wisst schon, Ketzer weg ist. Deshalb werden wir jetzt in Bologna, denke ich, auch erstmal einen Minenverbund bauen. In Pamplona ist die Fruchtfolge fertig. Och, da bauen wir mal die Bewässerung. Und in Bologna wurde die Steinmauer repariert. Damit machen wir zwar ein bisschen Verlust diese Runde, aber insgesamt sollte es uns doch voranhelfen. Aber ihr seht ja, wie gut die Stimmung in Florenz ist und ich glaube, ja, das werden wir nutzen, Befehle? Liebe Freunde. Sehen stolz in den Kampf, Herr. Okay, jetzt sind wir in Sichtweite von Rom. Und ich glaube, das hier wird beides, alles drei päpstliche Garde sein.
plus eben einer. Ja. Dieser soll, dieser, mein dieser König. Ja, und halt na, der Papst. Natürlich. Da noch die Händlerkavallerie hier ein Nachtlager. Mein König, eure Befehle. Da haben die auch ein paar berittene Einheiten und dann sollten sich die Papststaaten wirklich schleunigst daran machen, Frieden mit uns auszuhandeln. Denn dann könnte ihre Hauptstadt und ihre einzige Geldquelle sich mehr oder weniger freiwillig uns anschließen und mit diesen sonnigen Aussichten einer doch einigermaßen sicheren Grenze und einer Menge gute Laune verabschiede ich mich, Mr. Leonski, nicht nur aus dieser Folge, sondern auch auf dieser Aufnahme, aus dieser Aufnahme. Wir sehen bzw. hören uns dann wieder in der nächsten. Bis dahin, tschüss!